Television Zwickau. Deine Region im Bild. Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Dreizehnte Messe Reise und Freizeit in der Zwickauer Stadthalle. Citroën Autohaus BHS stellt Neuheiten auf Reisemesse vor und Globus unterstützt Kids e.V. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Freitagsausgabe von Tag Aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Außer unseren Themen, die Sie im Überblick gesehen haben, habe ich heute auch noch einen Studiogast. Zu mir kommt nachher Sabine Zimmermann ins Studio. Darauf freue ich mich jetzt schon ganz besonders. Fernwehleidende und Urlaubssüchtige dürften am Wochenende nur ein Ziel kennen. Die 13. Messe Reise und Freizeit in Zwickau. In der Stadthalle dreht sich bis Sonntag alles um die schönste Zeit des Jahres. Unter den 123 Ausstellern sind zum wiederholten Mal auch der Landkreis und die Tourismusregion Zwickau, die sich mit einem eigenen Stand den Besuchern präsentieren. Für das erste Highlight sorgte der Gaukler Nahato, der die Besucher der Eröffnungsveranstaltung mit allerlei Kunststücken unterhielt. Danach gab es Grußworte des Landrates und vom Zwickauer Stadtoberhaupt. In diesem Jahr konnte Pia Findeis erstmals Vertreter der neuen Partnerstädte Yandu in China und Volodymyr Volins in der Ukraine auf der Reisemesse begrüßen. Für den Landkreis und die Tourismusregion Zwickau ist die Reisemesse fast schon ein Heimspiel und ein eigener Stand selbstverständlich. Dort werden allerdings nicht nur Angebote für den Urlaub vor der Haustür präsentiert. Also wir haben einige Partnerlandkreise, die in schönen Landschaften leben, die Wunderbares anzubieten haben, vom Kulinarischen bis zum Dampflokomotivenmuseum ist alles vertreten. Und drei von unseren Partnerlandkreisen kommen seit Jahren hierher, um auch mit uns gemeinsam einfach anzulocken. Anzulocken und Lust zu machen, einander zu besuchen und mal zu schauen, was bei jeweils anderen dann so Gutes zu sehen ist. Anlocken möchte auch der Landkreis Kulmbach und das im wahrsten Sinne des Wortes. Hauptsächlich haben wir unser deutsches Dampflokomotivmuseum in der Werbung für den Landkreis Kulmbach dieses Mal ganz stark vertreten. Wir haben ja unser Museum letztes Jahr neu eröffnet. Bei uns gibt es ganz, ganz viele Dampflokomotiven, betriebsfähige, nicht betriebsfähige. Und im kommenden Jahr haben wir drei Highlights, die wir hier natürlich auch bewerben möchten. Wir haben unsere traditionellen Pfingstdampftage. Da erwarten wir unter anderem auch aus Schwarzenberg eine Dampflokomotive, die ist da immer bei uns zu Gast. Und am 19.07. ist bei uns eine ganz tolle neue Geschichte, Nacht der Sinne im Museum. Wir präsentieren was Einzigartiges, einzigartiges Essen, dazu passende Musik an verschiedenen Locations im Museum. Und das Highlight des Jahres nächstes Jahr, oder beziehungsweise, Entschuldigung, wir haben ja schon 2014, dieses Jahr, ist unser 01er-Treffen am 20. und 21. September. Da haben wir momentan 9 betriebsfähige Dampflokomotiven der Baureihe 01, die von verschiedenen Orten in Deutschland und aus Österreich zu uns kommen. Und es wird 2 Tage ein richtig großes Fest für Dampflok-Fans. Die Fans von hochprozentigen Genüssen kommen am Stand des Landkreises Ludwigsburg auf ihre Kosten. Hier präsentiert sich das Schwäbische Schnapsmuseum Bönnigheim. Wir bieten Schnäpse und Liköre an. Zum Beispiel diesen edlen Pflaumenlikör. Das ist die schwäbische Antwort auf der irische Baileys. Wunderschöne Farbe, sehr mild und er kommt an. Wir zeigen die Kulturgeschichte des Alkohols. Schnapsgeschichte ist Frauengeschichte. Und bei uns geht es sehr lustig zu. Wir sind ein Museum für Leute, die gerne lachen. Dabei sind wir ein Angebot im Kreis Ludwigsburg. Wir sind ein richtiger touristischer Kreis. Wir haben viele, viele Möglichkeiten. Wir haben Museen, wir haben die Altweibermühle, der Vergnügungspark Tripsdrill, Freibäder, Wein, wunderschöne Weinlandschaft bei uns. Die Leute fühlen sich wohl. Wohl dürften sich bei derart verlockenden Angeboten auch die Besucher der Messe Reise und Freizeit fühlen. 123 Aussteller, so viel wie noch nie zuvor, hatten sich diesmal angemeldet. Darüber hinaus lässt ein buntes Rahmenprogramm den Messebesuch zu einem Erlebnis für die ganze Familie werden. Geöffnet ist bis Sonntag täglich von 10 bis 18 Uhr. Allseits bekannt ist es ja mittlerweile, dass man im Citroën Autohaus BHS
Fahrzeuge kaufen kann. Seit kurzem kann man aber auch noch mit einem ganz anderen Fortbewegungsmittel fahren, auf dem schon von weitem das Logo des Autohauses zu erkennen ist. Dabei handelt es sich um einen Heißluftballon, der seit vorigem Jahr in Zwickau und dem Umland zum Einsatz kommt. Seit dieser Zeit gibt es eine enge Verbindung zwischen dem Autohaus BHS und dem Ballonteam Muschale. Genau, wir haben die Zusammenarbeit im Juli 2012 begonnen. Wir sind auch ganz stolz darauf, dass wir die Vertrauen bekommen haben, die Werbung in die Luft zu bringen. Letztes Jahr hat uns natürlich das Wetter ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir hoffen, dass es dieses Jahr besser wird, trockener wird und schöner wird. Und wir laden natürlich alle ein, mit uns in die Luft zu gehen. Jeder, der das möchte, kann uns gerne anrufen oder uns hier auf der Messe noch bis zum Sonntagabend besuchen. Wir würden uns freuen, ich und meine Frau, jeden hier an unserem Stand zu begrüßen. Es heißt ja auch, man fährt Ballon, das ist richtig? Das ist richtig. Was muss man sich vorstellen? Gibt es Voraussetzungen, die man erfüllen muss? Gibt es Altersgrenzen? Altersgrenzen gibt es keine. Es kommt nur darauf an, oder es ist halt so, dass derjenige, der eine Ballonfahrt machen möchte, wirklich die Zeit im Ballon dann auch stehen muss und stehen kann. Also wir können jetzt keinen Stuhl reinstellen oder Rollstuhlfahrer, so gern wir die mitnehmen würden, aber es ist halt einfach nicht machbar. Bei Fahrten mit einem Heißluftballon muss man ja die Thermik beachten und der Ballon kann nicht zu jeder beliebigen Zeit starten. Ja, es ist praktisch so, dass man Ballonfahren nur vor der Thermik, vor der einsetzenden Thermik oder abends nach der Thermik durchführen kann, da ein Ballon in der Thermik nicht handelbar ist, weil die Auf- und Abwinde für einen Ballon zu gefährlich sind. Der ist praktisch immer etwas träge beim Fahren, bis er reagiert zum Steigen. Deswegen geht das nur in den Morgenstunden und in den Abendstunden. Und ansonsten ist es für manche Leute schwer, frühzeitig aufzustehen, aber es geht nun mal nicht anders. Und wer das nicht möchte, den kann man halt abends mitnehmen. Aber ansonsten brauchen die Leute keine Angst zu haben. Es besteht schon eine Sicherheit. Eine Sicherheit besteht, wenn man die Voraussetzungen beachtet. Das heißt, das Wetter und auch so die Gegebenheiten so gut wie möglich eben, also die Risiken ausschließt. Man muss beim Ballonfahrt manchmal ein bisschen Geduld haben. Wenn das Wetter eben nicht mitspielt, kann man keine Ballonfahrt machen. Aber Sie sagen den Leuten rechtzeitig Bescheid. Also man kann schon sagen, dass Sie ein paar Stunden vorher Bescheid wissen. Sie müssen sich dann halt dann darauf einstellen. Wir rufen die Leute so 2, 3, manchmal auch 4 Tage vorher an, je nachdem, wie stabil die Wetterlage ist, und sprechen meistens 1 bis 2 Stunden vor dem Treffpunkt nochmal miteinander. Vielleicht ist ja eine Fahrt in einem Heißluftballon auch eine wunderbare Geschenkidee. Neben der Präsentation des Heißluftballons ist das Autohaus aber auch mit reisetauglichen und durchaus bezahlbaren Modellen auf der Messe Reise und Freizeit vertreten. Genau, also wir haben jetzt 2 Campingmobile mit da, alles beides von Berlingo. Einmal den Berlingo Kastenwagen umgebaut als Campingmobil und einmal den Berlingo Pkw auch als Campingmobil umgebaut. Sie sind halt sehr flexibel, ne? Und wir wollen halt damit eine Sparte erreichen, die halt jetzt gerade mal Wochenende wegfährt und halt überall wie Städte hüpfen macht in dem Sinne. Und dafür sind die Autos da, ne? Und wir können dann gerne noch mal reinschauen in die Fahrzeuge und dann sieht man auch die Funktionalität. Was ist denn das Besondere an diesen Einbauten? Also das Besondere an diesen Einbauten ist im Endeffekt, dass ich innerhalb von 1/2 Stunde das Fahrzeug wieder umgebaut habe und kann es ganz normal entweder als LKW oder als PKW nutzen. Aus dem Bereich der Wohnmobile sind ja solche Dinge wie Wasserversorgung oder Toilette bekannt. Wie sieht es denn hier bei den Modellen von Citroën aus? Also es gibt einmal, wo ich dieses nicht mit drin habe, wo reinweg nur vom Schlaf her ist. Oder auf der anderen Seite, da habe ich mein Waschbecken mit, ich könnte eine Biotoilette mit reinnehmen. Also alles in den Fahrzeugen vorhanden, wie in einem großen Campingmobil. Sollten wir Ihr Interesse an einer Fahrt im Heißluftballon oder an einem der Sondermodelle von BHS geweckt haben, schauen Sie doch einfach am Samstag oder Sonntag in der Stadthalle Zwickau vorbei. Oder kommen Sie ins BHS-Autohaus in Zwickau-Oberplanitz. Gutes tun und soziale Projekte unterstützen, das hat sich der Globusmarkt hier in unserer Stadt schon seit vielen Jahren auf die Fahnen geschrieben. Ein konkretes Beispiel dafür ist die Unterstützung, welche die Zwickauer Einrichtung dem Verein Kids e.V. zuteil werden lässt. Bereits zum wiederholten Male hatten die Mündel und Waisen in der Vorweihnachtszeit ihre Wunschzettel an einen symbolischen Weihnachtsbaum gehängt und die Kunden des Marktes konnten diese Wünsche erfüllen.
Das hat auch diesmal toll funktioniert. Es ist wieder ein Berg an liebevoll verpackten Weihnachtsgeschenken zusammengekommen. Und alle sind für die Kinder des Kids e.V. Ja, es ist eine sehr schöne Tradition mit unterschiedlichen Aktivitäten. Und in diesem Jahr haben wir einen Wunschzettelbaum gemacht. Das heißt, die Kinder vom Kids e.V. durften ihren Wunsch äußern, durften den Kunden schreiben, wer sie sind, wie alt sie sind, was sie sich wünschen. Und die Kunden haben diese Zettel genommen und haben entsprechend die Geschenke verpackt. Wie wird das jetzt weitergehen? Wie werden Sie den Verein weiter unterstützen? Also wir werden jetzt sehen, dass wir die Geschenke übergeben zum Mündeltreffen und dann natürlich weiterführende Aktionen übers Jahr verschiedener Art. Seitens des Kids e.V. waren nicht nur die Kinder überglücklich, sondern auch die Verantwortlichen. Wir freuen uns natürlich da ganz toll über Globus. Und im Globus haben wir einen Partner gefunden, der von Anfang an, seit es den Kids e.V. gibt, jedes Jahr mit dabei ist, ob Schöneck oder bei anderen Aktionen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Also einen besseren Partner kann es fast gar nicht geben. Immer ein Herz für Kinder. Und das finden wir natürlich ganz toll. Bleibt zu wünschen, dass es auch künftig solch eine Unterstützung für bedürftige Kinder geben wird. Werbung. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Uta Röder Moden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Röder Moden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg und der Gasthof Giegengrün mit seinem einmaligen Saal laden Sie recht herzlich zum Verweilen ein. Mit öffentlichen Spa-Wellnessmassagen, Schwimmhalle und Saunabereich, mit Essen vom Feinsten bleiben keine Wünsche offen. Die Restaurants in beiden Häusern, die täglich ab 11 Uhr für Sie geöffnet haben, verfügen über herrlich angelegte Biergärten mit Kinderspielplätzen und ausreichend Parkmöglichkeiten auch für Busse. Zu geschlossenen Veranstaltungen aller Art sowie festliche Hochzeiten sind Sie bei Flexig immer richtig. In verschiedenen liebevoll eingerichteten Gasträumen in beiden Häusern werden bis zu 130 Gäste mit den Köstlichkeiten der Region verwöhnt. Besonderheiten sind Fahrten mit den hauseigenen Oldtimern oder das Giegengrüner Heimateck mit seinen lebensgroßen beweglichen Figuren der erzgebirgisch-vogtländischen Tradition, mit einer Hausbäckerei, wie es sie weit und breit nicht noch einmal gibt. Den Rahmen für bleibende Erinnerungen im Hotel ist die Übernachtung mit Frühstück für die ganze Familie, ihren Verwandten und Freunden. Flexig bietet alles. Für den Moment des Tages. Day Spa in Balance, Ayurveda, Massagen und alles, was Geist und Körper gut tut. Für den Moment des Tages. Day Spa Zwickau. Kosmetik, Styling und alles, was sie schön und strahlend macht. Für den Autsch. Moment des Tages. Day Spa in Balance.
Waxing und Permanent Make-up für ein schönes Körpergefühl. Dayspa Zwickau für die schönsten Momente des Tages. Zum Relaxen, Entspannen und Schönfühlen. Nähe Schwanenteich im Penthouse der Commerzbank. Zufahrt über Lothar-Streitstraße. Nutzen Sie auch unsere Gutscheinhotline und unseren Gutscheinexpress. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur hohen Qualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich jetzt ganz besonders, dass wir einen Gast hier im Studio haben in der Alten Münze in Zwickau. Sabine Zimmermann, Mitglied des Bundestages und DGB-Regionsvorsitzende, bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ja, Frau Zimmermann, die Wahl ist gelaufen. Sie sind wieder, ja, ich will sagen, mit fliegenden Fahnen in den Bundestag eingezogen. Schön, dass es für Sie geklappt hat. Die große Frage, was erwarten Sie sich jetzt von den nächsten 4 Jahren? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Im Moment, denke ich, versucht man natürlich einige Verbesserungen zu machen, die im Koalitionsvertrag drinstehen. Ich denke da an die Rente mit 63. Allerdings wissen wir auch, dass gerade im Osten nicht viele Leute davon betroffen sind durch die lange Langzeitarbeitslosigkeit, die in der Zwischenzeit da ist. Und dass eben dort wenige Menschen eben davon profitieren können. Wir wissen, dass in der Leiharbeit keine großen zusätzlichen Verbesserungen kommen werden. Und wenn ich an den Mindestlohn denke, wie jetzt die Debatten laufen mit Ausnahmeregelungen, dann muss man auch nicht unbedingt voller Hoffnung sein. Und wenn man sich den Koalitionsvertrag auch anschaut, dann sieht man eigentlich, steht immer drin, ja, wir müssen prüfen und natürlich Finanzierungsvorbehalt und so weiter und so fort. Also so richtig bin ich noch nicht davon überzeugt, dass in den 4 Jahren viel passieren wird. Ja, nun nehmen Sie ja auch noch eine, in Anführungsstrichen, neue Stellung ein in Ihrer Fraktion, der größten Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag. Da muss man die Frage stellen, hätte man sich das vor 20 Jahren träumen lassen, in Anführungsstrichen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser neuen Funktion, aber da kommt Danke. Mit Sicherheit auch eine ganze Menge Arbeit auf Sie zu. Ja, ich bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende und habe die wichtigen Themen Soziales, Rente und Gesundheit. Dort sind ja auch die größten Baustellen, die in den nächsten 4 Jahren eigentlich zu bearbeiten sind, wenn ich an das Rentenpaket denke, aber auch an den gesamten Pflegebereich, welche Veränderungen da herkommen müssen, damit dort eine Verbesserung auch für die Menschen passieren wird. Und Arbeit ist natürlich das Thema, was ich schon immer bearbeite. Und da habe ich schon ein ganz großes Aufgabengebiet und es kostet schon auch sehr viel Zeit, um erstens sich dort auch einzuarbeiten und natürlich auch, ja, man muss dann schon viele Termine wahrnehmen. Wie klappt das jetzt im Zusammenspiel als DGB-Regionsvorsitzende und mit dem Bundestag und dem stellvertretenden Fraktionsvorsitz? Das ist, denke ich mal, ein Riesenpensum. Also ich mache jetzt diese Doppelfunktion 8 Jahre, habe ja beim DGB nur einen Teilzeitvertrag mit 9 Stunden. 75% von meinem Gehalt gebe ich ja ab an einen anderen Kollegen, der dort eingestellt ist und mein Tagesgeschäft erledigt. Aber es ist natürlich schon ein großer Spagat, den man dort hinlegt. Aber ich muss sagen, ich habe es gerne gemacht. Ich bin eigentlich mit Leib und Seele Gewerkschafterin. Vielen Menschen konnte ich helfen in der Zeit, schon durch meine Doppelfunktion. Um mal Macht positiv darzustellen. Aber ich werde am 1.2. in diesem Jahr nicht mehr antreten und werde dann die Geschäfte in Südwestsachsen dann nicht mehr führen. Ich bin jetzt 16 Jahre in der Funktion und habe vorne beim DGB dran gestanden. Aber ich denke mal, ich will mich jetzt eher auf die Funktion der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden konzentrieren. Dort gibt es sehr viel zu tun und das werde ich in den nächsten Jahren dann tun.
Sie bleiben ja aber unserer Region hoffentlich noch ein bisschen erhalten. Ja, ich werde hier weiterhin im DGB-Kreis, der DGB hat sich eine andere Struktur gegeben, DGB-Kreisverband, die Vorsitzende bleiben. Ehrenamtlich ist die Funktion und da werden ich auf jeden Fall die Themen Soziales, Arbeitsmarkt und so weiter wieder weiter bearbeiten und bin Ansprechpartnerin vor Ort und natürlich auch als Bundestagsabgeordnete. Es gibt ja immer so diese blöden Fragen von Kollegen, so nach dem Motto, ein Politiker weiß nicht mehr, was ein Stück Butter kostet oder ein Brötchen oder was auch immer. Man hat manchmal das Gefühl, dass viele Ihrer Kollegen die Bodenhaftung verloren haben. Wie erden Sie sich selber? Also für mich ist die DGB-Funktion sehr wichtig und auch meine DGB-Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Menschen, weil dort bekomme ich die Probleme der Menschen noch erzählt und die kann ich mit nach Berlin nehmen und kann dann was verändern. Und das ist für mich ganz wichtig, dass man eben nicht abhebt. Und ich gebe Ihnen da recht, einige in Berlin sind wirklich abgehoben. Die wissen manchmal nicht mehr, was wirklich in der Realität hier passiert. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass ich da den Fuß beim DGB auch drin behalte. Wenn Sie jetzt auf Ihre lange Zeit beim DGB zurückschauen, was waren da Ihre schönsten Erlebnisse? Was machen Sie eigentlich am liebsten in Ihrer Funktion? Wo sagen Sie, das waren meine Highlights? Ja, meine Highlights. Das Wichtigste war eigentlich für mich gewesen, den einzelnen Menschen zu helfen. Also ich hatte schon Menschen, die sich von der Gölschtalbrücke stürzen wollten, weil sie mit ihrer Rente nicht hingekommen sind. Und da eben Hilfestellung zu geben, das war, denke ich, das Wichtigste in den ganzen Jahren jetzt, wo ich beim DGB bin. Ja, und solche Highlights wie den 1. Mai. Wir haben ja immer versucht, hier in Zwickau auch einen sehr bekannten Redner oder Rednerin hierher zu holen. Sei es Sigmar Gabriel, Lafontaine oder auch Gysi und Ottmar Schreiner. Und für mich ist auch immer ein ganz bewegendes Ereignis, wenn ich auf Warnstreiks oder Streiks rede, wo viele Menschen zusammenkommen und für ihre Rechte sich einsetzen und dafür kämpfen. Ich bekomme dann immer richtig Gänsehaut, weil das einfach wichtig ist, dass die Menschen für sich selbst mitkämpfen. Und das ist für mich auch was Positives. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie bei uns zu Gast waren. Darf Ihnen nach Berlin mit auf den Weg geben. Bleiben Sie tapfer und stark, auch wenn die Regierung inzwischen, ja, weiß ich nicht, 2/3 der Redezeit beanspruchen darf. Ja. Aber ich denke, mit Ihrem Kollegen Gregor Gysi und Ihren anderen Kollegen in der Fraktion werden Sie die richtigen Worte finden. Vielen Dank. Danke. Am kommenden Dienstag tagt der Finanzausschuss der Stadt Zwickau. Die Mitglieder erwartet eine volle Tagesordnung. So soll die Oberbürgermeisterin ermächtigt werden, Klage gegen das Architekturbüro einzureichen, das seinerzeit das Feuerwehrgerätehaus in Auerbach geplant hat. Dort seien massive feuchte Schäden aufgetreten, die auf Planungs- und Ausführungsmängel zurückzuführen seien, heißt es von Seiten der Stadt. Aber auch die Ausstattung der künftigen Stadtbibliothek im Kornhaus und die Bewilligung überplanmäßiger Mittel zur Finanzierung des Schul- und Vereinsschwimmens in der Glückaufschwimmhalle sowie eine Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis sind Thema der Sitzung. Die Alterung unserer Gesellschaft ist in vielen Bereichen eine absolute Herausforderung. Dies haben auch die Kommunen und Landkreise erkannt. Am Montag findet im Verwaltungszentrum Werdau des Landratsamtes zu diesem Thema eine Regionalkonferenz statt. Als Referenten hat der Landkreis Jürgen Neumann vom Sächsischen Landkreistag, Andreas Werner vom Kommunalen Sozialverband Sachsen und Cornelia Brettschneider eingeladen. Anschließend können die Teilnehmer mit den Referenten diskutieren. Am Hauptsitz der Zwickauer Tafel wurde vor kurzem ein Kühltransporter beschädigt. Unbekannte Täter bohrten den Tank des Fahrzeuges an und ließen den gesamten Dieselkraftstoff ab. Dabei wurden unter anderem auch elektrische Leitungen stark in Mitleidenschaft gezogen und sogar teilweise zerstört. Die Reparatur wird ca. 1.000 Euro kosten und muss aus Spendenmitteln finanziert werden. Werbung. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf.
Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Tanz aus der Reihe. Der Citroën DS3. Ultra personalisierbar. Citroën. Kreativtechnologie. Null Anzahlung, 100% fahren. Entdecken Sie die DS-Linie zu attraktiven Monatsraten. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Testsieger mit der Zweierkombi von Tele Columbus. Unsere Doppelflat bietet Ihnen Internet bis 128 Megabit und super günstiges Telefon. Doppelflat, doppelschnell, doppelgünstig. Und das alles schon ab 19,99 Euro im Monat. Bestellen Sie jetzt unter www.telecolumbus.de oder in Ihrem Tele Columbus Shop. Tele Columbus. Wir sind da. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Herzrhythmusstörungen haben sich wesentlich gebessert. Der Blutdruck hat sich gewaltig verbessert. Cholesterinwerte gesunken. Blutwerte sind normal, ganz normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2-in-1 erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Garantiert keine Ausdünstung über Haut und Poren. Am Samstag ist es nach Nebelauflösung heiter und nur gering bewölkt. Im Tagesverlauf steigt das Thermometer von 0 auf 7 Grad und es weht ein schwacher bis mäßiger Südostwind. Hier sind die Wetteraussichten bis Dienstag. Auch am Sonntag gibt es noch sonnige Abschnitte. Der Montag wird eher grau und regnerisch und am Dienstag muss verbreitet mit Schnee gerechnet werden. Die Höchstwerte schwanken zwischen 8 Grad am Sonntag und 2 Grad am Dienstag. Ja, und wir verabschieden uns mit bescheidenen Wetteraussichten ins Wochenende. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zugeschaut haben. Am Montag steht an dieser Stelle mein Kollege Udo Rupp-Kalvis, dem ich heute ganz dringend und ganz gerne zu seinem Geburtstag gratulieren möchte. Udo, halt die Ohren steif. Wir wünschen dir hier alles Gute, das gesamte Team von Television Zwickau. Also, schönes Wochenende, verpassen Sie unseren Wochenrückblick nicht und dann geht's am Montag 19 Uhr weiter mit einer neuen Ausgabe von Tag Aktuell. Ciao und tschüss. Werbung.
Television Zwickau.